Damit dann, hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, ihr seht schon, das eine, was ihr direkt seht, das Tor ist fertig. Das andere, was ihr seht, ist praktisch hier links unten. Hier. Ich gehe mal aus. Genau da seht ihr das gerade. Ich habe jetzt nicht die Eat, Sleep, Drink, Repeat Mod drin, sondern nur Plant and Cook, die praktisch eine Erweiterung dazu ist. Wenn es ja noch mehr ist, aber die bringt anscheinend automatisch das mit. Eigentlich hatte ich nämlich die Plant and Cook Mod eigentlich nur reingenommen, weil da stand, dass man halt Sachen anbauen kann und die wachsen. Sie muss man nicht verbrauchen, aber dachte ich so, das wäre eine schöne Sache für hier hinten, einfach so als Deko. Und anscheinend hat sie Eat, Sleep, Drink, Repeat, aber irgendwo im Schlepptau mit dabei, zumindest ein Teil wohl. Und funktioniert auch. Ich habe es vorhin einmal ganz kurz ausprobiert. Also es funktioniert, dass man jetzt Sachen essen und sowas kann. Ich weiß nicht, wie es mit Schlafen ist, das müssen wir dann mal probieren. Wir werden jetzt eh verdursten. Und links oben ist dann jetzt praktisch die Daily Needs zusätzlich noch drin, die ist dann überflüssig. Das heißt, da das jetzt ungewollt doch funktioniert hat, weil ich nämlich überlegt hatte, ah, wer weiß, nachher zerschießen wir uns alles damit, bleibst du doch bei Daily Needs. Aber da es jetzt ungewollt anscheinend doch funktioniert, werden wir uns dann, denke ich mal, nach dem Wochenende, weil ich werde das vielleicht ein, zwei Folgen am Stück aufnehmen oder vielleicht nehme ich auch nur die auf, mal gucken, wie spät es wird, werde ich dann die ganzen Sachen Daily Needs raushauen. Ich war übrigens fleißig, wir können das gleich mal zeigen, oder? Achso, jetzt ist Cargo. Warte. Das ist das Cockpit, genau. Schiebe ich mal alles kurz rüber, wir werden jetzt sterben und dann macht es eh keinen Sinn. Ich bin übrigens eben schon einmal gestorben, weil ich nicht Bora geraten bin. Und das zeige ich gleich so. Ganz kurz. Genau, sterben. Eben war es gut, dass ich die Mod eingefügt hatte, hatte ich alles auf 100. Ne? Da war das natürlich wesentlich angenehmer. Oh, jetzt hat das auch kurzfristig gehabt, aber na gut, 10 reicht auch. Wir werden jetzt eh die ganze Zeit sterben, bis wir dann entsprechend alles hier haben. Ich nehme jetzt erstmal meine Sachen zurück. So. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Okay, wir sehen halt, das eine bringt halt nur für die Werte da oben von Daily Needs was, aber es bringt nichts für die andere Mod. Aber es ist auch nicht so wild. Die Dämpfer aus. Okay. Ja, und zwar, achso, warte. Das muss ich erstmal wieder jetzt einschalten. Das habe ich nämlich deaktiviert. Das Build and Repair. Genau. Der müsste dann gleich fleißig loslegen. Ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich ein paar tausend Stahlplatten jetzt. Also ich habe hier für hier vorne fleißig schon produziert, dass das fertig ist. Das muss ich noch einstellen. Hatten wir ja schon mit in die Gruppe gepackt, aber das muss natürlich. Ja, warte mal. Haupttor. Da. Okay. Wunderbar, weil dann passt das. Dann können wir per Knopf gerade auslösen. Ja, und zwar habe ich nämlich. Ich muss kurz das wieder ausschalten, das ist zu nervig. Ich habe das hier, wie gesagt, fertig gemacht. Habe den wirklich massenhaft herstellen lassen. Achso, es ist hier. Müssten jetzt eigentlich meine medizinischen Komponenten müssten fertig sein. Genau, drei Stück brauche ich. Warte. Survival Kit. Naja. Ach, haben wir die jetzt nicht mehr? Aber ich glaube, hier vorne müsste noch was drin sein. Entsprechend. Ah ja, okay, sehr schön. Check das gleich. Hauptsache er findet's. Stellen wir, weil wir sehen es hier. Ich habe jetzt 750.000. Die ganzen Komponenten, also bis auf so einen der Reifen, den hätte ich noch im Inventar und das, weil ich gestorben war. Zum größten Teil, ich habe das aber schon teilweise darüber getragen oder nach darüben getragen ins Hauptschiff, also in unsere mobile Basis. Die Komponenten sind von den Pisten, den ich installiert habe, also dem Kolben und den Bohrern, die da vorne tätig waren.
Dann hatte ich überlegt, okay, ich will jetzt keine Förderleitung bauen oder so ein Krams, ne? Genau, der soll einfach anfangen. Ich weiß, es ist nicht so effektiv wie das Zeug da hinten, aber dann belasse ich das nicht extra noch und der kann jetzt erstmal hier loslegen, uns über 50.000 zu geben. Ja, ich habe so ein bisschen gebohrt gehabt ringsrum und hatte dann, ja, okay, ja, also ich hatte hier oben dann noch so ein bisschen ausgehoben und an den Seiten zusätzlich. Man sieht das hier, ne, haben sie sich schon schön reingefressen bis hierhin. Ich denke, das passt, weil hier wollte ich ja dann die Cafeteria und sowas hinmachen. Deshalb, ich denke, das müsste reichen. Ja, das Licht ist ein bisschen dürftig. Was nicht, vielleicht nehme ich doch nochmal anderes. So ganz gefallen tut mir das nicht. Muss man mal gucken, aber für eine Cafeteria, einen Aufenthaltsbereich, ist das groß genug. Und hier wollte ich dann nämlich jetzt eigentlich noch, weil das andere reicht ja nicht bis hier hinten hin, ein Build and Repair dran setzen. Build and Repair, genau. Ah, da fehlt noch ein bisschen was, aber ist nicht schlimm. Interne Panzerung und kleine Stahl. Also vielleicht, das müsste ich eigentlich noch hier hinten haben. Mal gucken. Wir haben relativ viele Ressourcen dafür. Ich habe versucht, extra nicht zu viel zu produzieren. Also, dass ich halt keine Ressourcen unnötig verschwende. Aber das passt schon sehr gut. Ja, dann mal anschalten. Er hat ja noch mal genug Stahlplatten hier gehabt, das sind ein paar zumindest. Ich werde natürlich hier dann anfangen, dass er das auch produzieren soll. Wobei ich glaube, ich setze einen kleinen Assembler dran oder sowas, oder? Ja, das machen wir extra. Das machen wir extra. Oh, hier. Assembler, irgendwie so einen ganz kleinen. Der braucht zu viel Strom, ne? Aber er ist schnell. Ja. Die Qual der Wahl. Ach, den kann ich da drauf setzen. Ja, das ist ja super. Warte mal. Dem schnell da hinten. Oh, hat er den jetzt noch fertig gemacht oder was? Hatte er noch genug? Nee, ich wollte sagen. Das passt nicht. Herstellungskomponenten, Motor und Computer fehlt. Oh, warte. Was hat er? Vier Motoren, Computer und Herstellungskomponenten. Echt? Ja, es ist halt. Wenn man so viel braucht für den anderen Krams, ne? Habe ich echt keine? Nee. Auch nicht. Den Computer haben wir auch nicht. Okay, ich habe das übrigens mit dem Koop-Modus wieder rausgenommen, weil ich hatte nämlich jetzt die ganze Zeit, wo der die ganzen Stahlplatten produziert hat, das Problem, dass er hier. Nämlich dann, er hat zwar angefangen, jetzt Stahlplatten zu produzieren, deshalb sind hier ein paar drin, aber eigentlich ist der Großteil davon drin, weil ich den Koop-Modus rausgenommen habe, da waren nur so ein paar davon drin. Denn er hat nämlich dann angefangen, alles rüberzuschieben. Das ist ja normal, dass er das auf dem Koop-Modus auf die anderen mit verteilt, aber er hat dann hier gar nichts mehr gemacht. Er hat dann wirklich alles komplett rübergeschoben. Und deshalb habe ich den jetzt rausgenommen und gesagt, okay, dann mache ich das halt selbst. Ja, den muss ich den selbst hier irgendwelche Aufgaben zuweisen. Aber schon nervig so ein bisschen. Kein Silizium oder was? Okay, wollte ich gerade sagen. Kann nicht sein. So, und bei dem anderen mache ich jetzt Motoren. Da müsste eigentlich noch was da. Was ist denn mit Motoren? Da. Ja, und danach soll er weiterhin Stahlplatten. Wir brauchen mehr als genug, von daher. Da passt es schon. Ich fliege jetzt die ganze Zeit hin und her und mach das was rein. Oh, okay. Hat er hier doch noch was?
Oder wie? Ja, hier waren eigentlich noch Motoren drin. Das ist interessant. Ich würde mich jetzt nicht beschweren. Genau, du machst welche. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Eisen hier ist. Wie viel hat er denn hier gemacht? Na, ein bisschen was hat er gemacht. Guck mal. Und das andere kommt ja auch. Ich werde noch einen Gravel-Shifter vielleicht mit dran setzen. Weil es reicht erstmal so. Und dann schweißt der nämlich auch. Ach, die hat er auch alle mit fertig gemacht in der Zeit schon. Und ich habe mich gewundert, warum manches so lange gedauert hat. Aber gut, dann hatte ich. Ja, ich habe das Build Repair erst relativ spät ausgemacht. Kam ich erst so nicht drauf. Oder nicht dran gedacht wie mehr. Aber das ist ja schön. Dann. Ach, interne Panzerung. Habe ich hier nicht auch interne Panzerung? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Genau, aber dann kommt nämlich an der einen Seite ein Schalter hin und von der anderen dann auch. Genau, einer hier. Einer hier. Ich hoffe, der Rest kommt gleich automatisch. Wie habe ich eigentlich noch einen Stahlplatten? Ja, nicht mehr so viel. Warten wir lieber. Okay, der ist fertig. Dann. Warum? Normalerweise könnte ich. Ist egal. Okay. Ist egal. Setzen uns hier kurz hin. Machen kurz die Gruppe. Okay, und nebenbei mal aufladen. Ist auch nicht verkehrt. Na, luftdichtes Hangartor. Das nennen wir Gruppe. Ja, wie nennen wir die Gruppe? Kommt steht hier. Nee, ja, Quartiere passt schon ganz gut, ne? Genau, einfach so, weil das ist ja der Haupteingang in diesen Bereich. So. Wenn wir später die anderen dann entsprechend einzeln benenne, dann kann ich das besser auseinanderhalten. Gruppe. Genau, oben auf den großen Schalter, offen geschlossen. Und hier natürlich das gleiche in grün. Hallo? Naja, sehr schön. Können natürlich noch ein Geräusch dazu ertönen lassen. Und schwuppdiwupp. Es ist dann hier nämlich sauerstoffdicht hier drin. Ja, ach, sehr schön. Das hat irgendwie was mit der Reflexion, ne? Ja, schon schnieke. Okay. Ja, dann lasse ich den nämlich noch ein bisschen werkeln. Ich habe den garantiert jetzt eben bis hier, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde habe ich den werkeln lassen. Weiß nicht, wie weit er jetzt hier ist. Er schiebt die ganze Zeit plötzlich nach. Ne, gut, okay, der hier kommt jetzt nicht mehr hinterher, ne? Aber genug Stein ist da. Es läuft halt konstant weiter, ne? Es läuft konstant von alleine weiter. Ich brauche mich hier hinten um den Bereich erstmal nicht kümmern. Das ist zwar nicht vielleicht schnell, aber zumindest passiert was. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Wobei, ich weiß nicht, wie weit ist er denn hier mit den Stahlplatten? Weißt du was? Dann schleppe ich noch welche hier rüber. Machen wir das einfach mal so. So, das können wir auch machen, ne? Mal sehen. Das Building Repair müsste sich doch eigentlich. Ja, jetzt hat er sich ein paar geholt. Geht's ein bisschen schneller. Hier vorne haben wir doch noch deutlich mehr eingestellt. Ja, und ich glaube. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wie sieht es hier aus?
Ist immer noch voll. 5 Millionen Liter. Das ist eigentlich eine ganze Menge für so ein kleines Schiff, ja. Das auf jeden Fall. Ja, das passt. Wie sieht es jetzt mit Eis aus? Das ist immer noch jede Menge. Es wird halt kaum was verbraucht, ne? Das ist echt angenehm. Hier ist auch noch ein bisschen was übrig. Warte mal, das müssen wir zeigen. Das ist ja super. Also, was willst du mehr? Wir haben genug Strom. Das passt auch. Na, coole Sache, das. Okidoki. Dann würde ich sagen, lass ich das hier noch ein bisschen werkeln, dass wir hier vorankommen, dass es noch ein bisschen mehr Gestalt annimmt. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Ja, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.